Ja, hallo meine lieben Panzerfreunde da draußen. Heute ist es wieder soweit, eine neue Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit dem Conqueror, einem Panzer, den wir ja so eigentlich kaum hier auf dem Kanal bisher gesehen haben. Daher ist es ganz, ganz schön, dass Quendon das Ganze eingesandt hat. Karte ist Lakeville und wir haben ein 9er Gefecht, also nur 9er Panzer am Start. Das ist doch schon mal auf jeden Fall sehr beachtenswert. Und jetzt eine dieser Unarten, die mir mittlerweile so auf den Keks gehen, aber das hat sich leider oder irgendwie einfach so im Laufe der Zeit ergeben, dass man mittlerweile immer hier das Valley bespielt. Sieht man auch bei ihm, dass er das macht. In dem Map Circle, sage ich mal, beziehungsweise bei dem Modi, finde ich es noch okay, weil in der Standardausführung, aber bei Begegnung, wenn hier drüben der Cap ist, finde ich das einfach nicht prickelnd, weil man ist hier mit seinem Team komplett abgeschnitten, kann nicht mehr hier rüber wirken, nicht mehr helfen, hier nicht mehr helfen, nirgendwo mehr was helfen, sondern nur noch stumpf nach vorne. Und das sind einfach dann für mich so die Gefechte, wo ich sage, nee, muss nicht sein. Aber gut, wie gesagt, hier haben wir Standard und dementsprechend ist das hier nochmal ein bisschen was anderes. Der T49, der steht schon im Spalier. Der will schon einmal Hallo sagen, hat jetzt aber auch schon seine Hallöchen bekommen und nebenbei hat er verschossen. Und jetzt denkt er sich, na gut, vielleicht ist es hier als leichter Panzer vielleicht doch nicht so prickelnd, hier vorne zu stehen. Und er geht weiter voran mit seinem Conqueror. Hat jetzt jedem mal einen Hit gegeben, den T54, den T49 und den Conqueror des Gegners. So, der ist weg. ST, ah, den will er nicht. Dann guckt er sich doch nach Alternativen um und da findet er sie mit dem T49. Der Durchschlag sind 2,59 mit Normal. Premium sind 3,26 dann. Schaden 400. Da hat er bisher schöne Rolls gehabt. Gut, der 316 auf den T54, der war ärgerlich, aber danach waren die eigentlich fast alle drüber. Aber da sieht man eben jetzt wieder so einen Low Roll. 3,67. Das ist halt das RNG. Gehört halt zu World of Tanks dazu, wie, oh, keine Ahnung, Currywurst zu Berlin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder die Weißwurst nach München. So, warum sage ich als Bayer denn zuerst die Currywurst? Keine Ahnung. So, WZ, natürlich nicht angekratzt. Hat er eigentlich schön gezielt, alles hat gepasst, aber dann hat der Hit doch nicht sollen sein. Beide Teams hier jetzt gut am Start, behaken sich da jetzt ordentlich. Das ist sein Geschütz im Arsch. Das macht er natürlich sofort wieder heile. Denn das braucht er. Genaues Aim. Natürlich wichtig. Ja, und die 8 Hitpoints, die hat er sich nicht nehmen lassen. Da sagt er dann, Tschüssikowski, T54. Das auf den T10 ist ein schwerer Schuss. Aber er probiert ihn trotzdem, weil er denkt, naja, bevor halt gar nichts geht, nehme ich den halt. Der WZ. Naja. Zack. Da kommt er schön auf die Unterwanne drauf. So, und der ST, der will hier ihm da was antun. Jetzt hat er hier einen guten Winkel gehabt für die Wanne. Und jetzt will er den da umfahren. Dass er erstmal aus dem Fokus rauskommt. Und genau das klappt auch. Und gerade so, bevor noch sein Mate in den Schuss fahren konnte, hat er den weggemacht. Aber das war, ja, das war Arsch auf einmal. Also das hätte keine halbe Sekunde mehr später sein dürfen, der Schuss. Jetzt fahrt er zurück. Denn jetzt sieht er seine Basis langsam in Gefahr. Dementsprechend also mal nach hinten gucken, was da so los ist. Man sieht schon, der T54, der ist da schon am Start.
da ist es gar nicht so verkehrt. Sein Mate im 1390, der steht schon hinten und wartet so gesehen auf die Gegner. Sehr gut. AMX-30 direkt mal eine Begrüßungswatschen verpasst. Jetzt hatte ich eine schöne Stelle auch. Jetzt versucht es der Gegner zu pushen. Jetzt wird es natürlich nochmal interessant. Jetzt bleibt er hier. Jetzt wird er hier umfahren. Jetzt will er erstmal den wegmachen, der jetzt ihn hinten ranfährt. Durch diese Beschaffenheit des Untergrunds hat er jetzt hier so leichte Probleme, seinen Panzer da schnell mitzudrehen. Auto-M ist weiterhin drauf. Munitionslager natürlich. Wie kann es nicht anders sein? Sehr gut. Boah, was war denn das für ein 300er Hit? Ernsthaft Spiel? Du hast 400 Alpha, der 374 und du machst einen 300er Hit. Das ist der Klassiker von World of Tanks. Aber egal, er hat ihn jetzt gut abschütteln können. Der AMX-30. Der hat ihn noch gar nicht so auf dem Zettel gehabt, aber gerade so hat er ihn dann doch noch gesehen. Und ja, natürlich hat es funktioniert, klar. So, AMX-30. Jetzt kriegt er ihn rein. Vielleicht jetzt mal den Killshot? Hat nur noch 300? Ja, da kriegt er mit 381 den Killshot. Endlich 7400 Schaden stand jetzt bei 4 Kills. Also fleißig ist er da definitiv. Schau doch mal, was da in der Mitte los ist. Den Conqueror, den bekommt er zeitlich gut rein. Aber, ja genau, auch hier der Klassiker. Er fährt zurück, man aimt schon sozusagen ein bisschen weiter hinterhalb, weil er bewegt sich dann bestimmt da noch rein. Und dann im letzten Moment bewegt man sich, oder bewegt sich der Gegner so, wie man es nicht erwartet. Ich glaube, das kennt jeder von euch. So, aber nächster Schuss, ja, der klappt. Nachdem er jetzt schon lange keine normale Munition mehr hat, schießt er selbstverständlich jetzt mit Premium darum. Rum. 11 zu 10, immer noch ein knappes Höschen die Runde. Jetzt den T10er nochmal eine verpasst. Und auch hier will natürlich der Damage jetzt nicht klappen. Sein Mate ist leider rausgeschossen worden. Und auch hier nur die Kette. Gott sei Dank ist er dann weggemacht worden. Dann hat er wenigstens ein bisschen den Schaden angerechnet bekommen. Aber auch hier wieder mal der Klassiker. Letzter Schuss, letztes Fitzelchen. Und der Gegner denkt sich, Kette reicht. Jetzt kommt hier der Skoda ran und jetzt hat er nur noch HE. Nein. Ja, jetzt muss er... Skoda ist natürlich noch ein Ziel, was noch gut mit HE geht, Gott sei Dank. Aber wenn jetzt da, keine Ahnung, ein E75 oder sowas stünde oder eine Type 4 schwer, da hätte er jetzt deutlich, deutlich unschöneren Modus gegen sich. Aber wie gesagt, der Skoda... Oh, jetzt hat er hier das Problem. Oh ja, Gott sei Dank. Weil er darf jetzt natürlich mit dem HE hat er nicht in den Zaun schießen dürfen. Aber der letzte Schuss hat auch nochmal schön gesessen. Auch nochmal knapp für 500 Damage. Und damit hat er jetzt satte 9.987 Schaden in der Runde leisten können. 2.270 geblockt. Und ja, 4 Kills. Er hat aber 13 Fahrzeuge beschädigt. Also das heißt, von allen Fahrzeugen, die gefühlt bisher zerstört worden sind, hat er einmal irgendwo angehittet. Also sehr, sehr, sehr geile Leistung. Ich kann auch schon mal ein bisschen was spoilern, ohne da jetzt viel vorwegnehmen zu wollen. Aber er hat mit der Runde 1770 Basiserfahrung gesammelt und
trotz des Ballerns der Premium-Munition gab es immer noch 56.000 Credits raus. Also eine richtig geile Runde. Und hier wird das Ding gecapped. Sein Mate ist da im Cap. Der andere ist hier praktisch gerade vorne am Covern. Also er hier. Ja, egal. Der da. Und wir sehen, durchgecapped und erledigt. Geile Runde. Seltener Panzer gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war es eine Sensation. Viel Spaß beim nächsten Mal. Euer Alcaramba.